Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deadly Premonition und dem Beagle. Mir geht's nicht so gut. Die dämliche Ziege hat mich voll erwischt. Jetzt habe ich nur ein von vier. Alter. Lass mich raten, hier kommen mehrere solcher Gegner. Ja, natürlich. Ja, ja, dann komm mal her. Die sind hier ein bisschen anders, ne? Als die, die wir gesehen hatten. Alter, was denn? Was ist denn jetzt hier falsch? Ich muss weg hier. Ah, nein, 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 vergiss es. Vergiss es, Mädchen. Ist ein bisschen eklig, ne? Ich sehe nichts. Sag doch, ist hier ein bisschen anders. Ausweichen. Ah, die ist eigenartig, die Trolla. Wie oft denn noch mit dem Ausweichen? Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Das ist nervig. Entschuldigung, aber du bist nervig, Troller. So, was machen wir jetzt? Was machen wir? Ha? Was war das denn jetzt? Sie kann sich gerade selbst nicht entscheiden. Sie kann sich gerade irgendwie nicht entscheiden, kann das sein? Habe ich sie? Ich hab sie. Haha, ich hab sie. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Was? Katana. Ein Katana? Okay. Ich würde niemals auf die Idee kommen, in Nahkampf zu gehen mit den Monstern, wenn ich ehrlich bin. Noch ein Gang? Oder kriege ich einen Raum wieder? Ich krieg einen Raum. Oh, so. Die haben mittlerweile irgendwie alle Waffen. Immer schön dafür sorgen, dass sie... Immer schön dafür sorgen, dass sie nicht schießen können. Okay, was haben wir hier? 12er Projektil. 12er Projektil. Die haben also immer Schrotz dabei und ich kann Schrotz nicht benutzen. Cool. Ich höre einen Gegner. Ich höre einen Gegner. Ach, du hast Schrotmunition dabei, ne? Okay. Oh, ich bin hier noch nicht fertig. Okay. Interessant. Gut, dann laufe ich hier rum und guck mal, wo ich Monster trigger. Hier. Hier trigger. Oh, so you. Ja, das ist in Ordnung. Ist die Tür jetzt aufgegangen oder habe ich mir das eingebildet? Ist das mein Wunschdenken? Nein, das war nicht mein Wunschdenken. Die ist wirklich aufgegangen, die Tür. Habe ich's oder kommen jetzt noch mehr Räume? Na gut. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof hier. Ich
viele Räume gibt's wohl hier? Das ist eine interessante Frage, finde ich. Ich merke aber, dass die wirklich schwächer ist, die Waffe, wenn man stärkere Gegner hat. Also kann es nicht schaden. Weil ich halt vergleichsweise viel draufhalten muss. Ja, gib her. Verbandskasten klein ist genau das, was ich gebrauchen kann. Ja, da kommen sie doch, die Kinder. Cheddar-Käse? Der hatte Cheddar-Käse dabei? Ob ich jetzt von einem toten Cheddar-Käse nehmen würde, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber... Details, alles Details. Was ist das? Oh Gott, ja, gib mir den Verbandskasten her. Die eine Trolle hat mich echt viel gekostet. Bin ich jetzt fertig, oder... Probieren wir es aus, wir gehen durch die Tür durch. Hochwertiges Rindfleisch. Es sieht aber nicht so hochwertig aus, wenn ich ehrlich bin. Naja. Haben wir es geschafft oder kommen jetzt noch mehr Räume? Ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich dann mehr Räume kommen, je mehr Spuk... Oh. Ja, ja. Ist okay, du dämliche Schnippe. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Okay. Ausweichen, ausweichen und jetzt wegrennen. Wegrennen scheint wirklich gut zu helfen bei ihr. Wegrennen. Haha! Vergiss es, Mädchen. Ach du Scheiße, ist der Spukort lang. Okay, das ist, glaube ich, noch weit genug weg. Ich sehe nichts, wo mein Zieldings ist. Ausweichen und jetzt auf die andere Seite ran. Tschüss! Ich habe hier bestimmt wieder zwei von den Schnäppchen. Ausweichen, ausweichen. Ah, oh Gott. Und nachladen. Idealerweise, wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Was denn jetzt? Nein? Oh Gott. Hab ich sie? Ich hab sie. Haha, ich hab sie. Ich nehme mal an, eine kommt noch. Ist okay, kann ich mitleben. Ich sehe sie nicht. Okay, die ist ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Aber das macht nichts. Ausweichen und ansonsten komplett die Richtung wechseln. Oh Gott. Jetzt nach oben. Ausweichen.
Wir rennen noch mal nach da hinten. Was ist die lang dabei? Ja, komm, mach Piu Piu, ne? Jetzt muss sie erst wieder umkriechen und sich entscheiden. Sie konnte sich nicht entscheiden. Jetzt nochmal nachladen, ausweichen. Und nachladen, idealerweise. Sie kann sich gerade nicht entscheiden, ne? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Entscheide dich doch mal. Und genau für sowas bin ich dankbar, dass ich einfach unendlich Munition habe. Sie kann sich nicht entscheiden. Ausweichen und auf die andere Seite ran. Oho, versuch's doch, du Kuh. Ich sehe nichts so richtig, wenn ich ehrlich bin. Mein Dings. Wo ist mein Arm? Was macht sie da überhaupt? Ich bin mir einfach nicht sicher, was sie da macht. Na mal nach. Jetzt kommt sie wieder ganz hand für den Angriff. Hat's auch noch geschafft. Scheiße. Weil ich nicht ausgewichen bin, Leute. Weil ich nicht ausgewichen bin. Ja, ja, du blöde Kuh, ist okay. Das ist aber auch ein wirklich seltsamer Gegner, Leute. Ich meine, ich bin jetzt schon 12 Minuten hier in diesem Spukort gefangen, ne? Help me. Ich würde dir ja gerne helfen, aber du bist so unhöflich. Hab ich's? Oh Gott, ich hab's. Und ich habe einen neuen noch einen Verbandskasten. Das ist perfekt. Da ist eine Tür. Die verarschen mich doch, wo ich dabei bin, ey. Und der Raum ist viel kleiner jetzt als gerade. Ausweichen und auf die andere Seite hübbeln. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich brauche mal kurz ein bisschen Ammo. Und jetzt ausweichen. Boah, ist der Raum eng hier zum Dinge tun. Wo ist sie denn jetzt? Da ist sie. Oh Gott, nein. Ausweichen. Und jetzt auf die andere Seite. Ich will nämlich nicht schon wieder von ihr gemomst werden. Es tut nämlich immer so weh, wenn die einen momst. Und das ist nicht zu knapp, ehrlich gesagt. Meine Fresse, nee. Nicht Okay. Nee. Verbandskästen kann ich aber irgendwie nie so richtig kaufen. Noch ein Angriff. Oh Gott, noch ein Angriff, noch ein Angriff. Alter, schluckt die mittlerweile Ammo. Stipp doch bitte. Wärst du so freundlich? Dankeschön. Lässt du was fallen oder? Nicht so richtig, aber hier. Köder, legendärer Wurm. Wo dauert der Spukort lang? Okay.
Okay. Alter, was? Was ist denn hier? Eispickel, warum will ich einen Eispickel haben? Don't want to die. Bring it. Wow. Alter, war die schnell. Gute Frau. Alles gut bei Ihnen? Ich glaube nicht, ne? Stange kann ich nicht nehmen. Warum nicht? Warum nicht? Ah, okay. Ich habe das Gefühl, das nimmt niemals ein Ende, was ich hier tue. Ein zweites Stahlrohr, weil ich ja aus Versehen meins weggeschmissen habe. Ich muss gucken, ob jetzt noch andere rauskommen. Natürlich kommen andere raus. Oh, ich saw me. Aber das macht nichts, Kumpel. Ich saw you too. Was hast du mit 12er Projektil? Na gut. Weil ich komme hier erst raus, wenn sie wirklich alle tot sind. Also... Sind sie vielleicht jetzt alle tot? Nein. Sie sind nicht alle tot. Wie finde ich euch denn, die nicht tot sind? Hallo? Hm. Na gut, dann versuche ich mal was. Die kann ich bestimmt gut verkaufen, Leute. Okay. Ich stelle keine Fragen. War ich hier hinten schon? Offensichtlich nicht, nein. Habe ich es jetzt eventuell geschafft? Die hat nichts für mich dabei gehabt. Du bist echt eine Schnappe, ey. So, wir versuchen es mal. Ah! Lass mich durch sein. Okay, das hat geklappt. Wir haben es, Leute. Nach 17 Minuten. Und das, obwohl wir sogar noch in der letzten Folge 10 Minuten überzogen haben. Oh mein Gott, eine Schrotflinte. Ich bin so gespannt, wie die Schrotflinte ist, Leute. Was schmeiße ich jetzt weg? Die nicht. Ja, komm. Was soll ich machen, ne? Aber ich kann doch jetzt auch, kann ich wegwerfen, denke ich. Ich hab die Schrot. Ist ein bisschen schade, dass wenn man... Oh Leute, ich fühle mich unbesiegbar. Ist aber ein bisschen schade, dass wenn ich es wegschmeiße, ich es nicht wieder aufheben kann. Ganz geschafft. So. Ich bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher, was wir an Nebenquests noch machen können, weil wir haben ja Zeit. Und wenn wir Zeit haben, dann sollten wir diese Zeit halt auch gut nutzen, bevor wir weitermachen. Ich weiß, das ist da ein bisschen so spielzeitstreckungsmäßig. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich dann das verpasse. Könnt ihr bestimmt nachvollziehen. Karte B. Ich kann nur Plus machen, das ist echt mies. An diese Karte werde ich niemals drankommen. Zumindest weiß ich jetzt nicht, wie ich da dran kommen soll. Das sind die beiden von der Tankstelle. Wie das klingt, die beiden von der Tankstelle. So, da sind Keith, Lily, George und Carol. Wer ist das? Das Streunerin Sigourney. Der haben wir schon ewig nicht mehr geredet. Richard Dunn, Sally Graham. Quinns Haus, Quint Dunn. Vielleicht sollten wir mal mit Quinn reden. Quinn? Egal. Das liegt ja eher am Weg. Dann gucken wir mal. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich von da wegkomme. It's a very good question. Wer ist das eigentlich? Du bist Friedhofsdude, ne? Ja, du bist der Friedhofsdude.
Also ich fahre von wo auch immer ich gerade bin, hier wieder mit zur Innenstadt zurück, quasi. Und von da aus dann zur Tanke. Ja, sounded like a plan. Muss nur zu meinem Auto zurückfinden. So, hier. Wir haben ja erst 11:30, also alles gut. Circa 11:30. Und wir haben jetzt unglaublich mächtige Waffen, Leute, ja. Okay. Muss ja keiner wissen, dass wir Sachbeschädigung begangen haben. Meine Nase juckt schon wieder, das ist nicht gut. Naja, ich will ja eh ungefähr da lang. Nämlich hier. Nein, wir reden jetzt nicht. Von da aus möchte ich in der Tat, glaube ich, nur geradeaus, ne? Ich glaube, das ist richtig. Schön in den Gegenverkehr rein. Ich hoffe, es kommt gerade kein Auto. Wie ich mittlerweile voll den Überblick habe. Und wir müssen tanken. Wow. Fällt mir gerade auf. 40% ist nicht viel. Einfach zu schmischig. Oh Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und da vorne ist die Tanke. Sehr gut. Ah, Gott sei Dank. Denn unser Tank geht gerade wirklich sehr den Bach runter. Einnahmen. Natürlich kommt er. Ist okay. Voll tanken. Wow, komm, ist okay, Kumpel. Ist widerlich, ja. Und ich will das nicht sehen. Ich will das. Nein, ich will das nicht sehen. Ach, dass ich mir das immer wieder anhören muss, ist furchtbar. Und jetzt geh, verpiss dich, Dude. Widerlich. So viel zum gereinigten Auto. So, wo ist der nochmal, der, den ich suche? Quint meine ich jetzt. Found a bear. Hier, ne? Quints Haus. Da komme ich direkt dran vorbei, wenn ich geradeaus fahre. Okay. Sehe ich da auch die Leute drauf oder nur die Häuser? Ich glaube nur die Häuser. Warum ich immer, auch immer ich schlechter fahre, wenn ich damit fahre. Ich fahre damit aber schlechter. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh Gott, nein. So, Zach. Nein, 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 nein. About Emily. Oh, das hätte ich jetzt gerne gehört. We'll finish our chat later. Let's take a walk around here. Ja. Was soll's? Ich bin doch hier richtig, oder? Geschlossen. Geschlossen. Aber bin ich hier nicht richtig? Quint. Doch, das ist hier. Irgendwo hier ist Quinns Haus. Hier? Nein. Observen. Es ist geschlossen. Aber Quint ist da drin. Ich würde gerne. Warte mal. Geh mal nach da. Kannst du nicht nach da hoch? Klettern. Guck mal rein. Guck mal rein. Hineinsehen. Na, dann späh auch herein.
Ich will wissen, was mit Quint ist. Holder? Da läuft er, er läuft rum, als wäre nichts. Okay. Tja. Sehr schade. Ich dachte eigentlich, ich könnte bei dem was regeln, wenn ich ehrlich bin. Wir haben noch 5 Minuten. Ich... Wetterpuppe. Kaffee, der weiß sagt. Puppen, die Wetter voraussagen. Okay. Was ist da vorne? Das hat ja auch zu. Ist geschlossen. Alles hier geschlossen? Hm. Ich mal da reingucken. Und speichern möchte ich auch. Diese Folge war jetzt halt Spukort ohne Ende. Es kann sein, dass ich die nächsten Spukorte dann halt off-cam mache, weil die sind ja immer gleich, nur dass sie immer länger werden. Aber je nachdem, mit welcher Waffe man halt auch arbeitet, ist es egal. Wir haben jetzt 3 Waffen mit unendlich Munition. Ich muss mal rausfinden, was für mich die bessere Waffe ist. Die Schrot oder die, ne? Hat mir leider nichts gebracht. Naja. Ich würde dann sagen, mache ich hier einen Cut rein. Ich gucke auch mal, ob ich vielleicht Nebenquesten jetzt schon verpasst habe. Ich bin ja jetzt erst in Kapitel. Ich bin vor allen Dingen erst in Kapitel 3 von ich weiß nicht wie vielen Kapiteln. Und habe einfach schon mega viele. Ich habe einen Plus für Berichterstattung an NZ-Quote. Auch nicht schlecht. Habe aber schon mega viele Folgen. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel sehr lang sein kann, wenn man das möchte. Aber wie gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Dann ist die Folge halt heute mal ein bisschen kürzer. Ein paar Minütchen. Ich überziehe ja sonst meistens eher. Und haut rein.